Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen heute auf dem Pariser Platz. Es ist völkerrechtswidrig, dass Kinder und Jugendliche bis zu ihrer Volljährigkeit inhaftiert und hingerichtet werden. Die Todesstrafe ist generell nach unserer Glaubens-, nach christlicher Überzeugung kein legitimes Mittel zur Ahndung von Rechtsverstößen und schon gar nicht zur Bekämpfung der Opposition. Daher erschüttert mich, dass im Iran erneut Menschen, auch junge Menschen, zum Tode verurteilt wurden. Im Namen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz und im Namen ihres Bischofs, Dr. Christian Stäblein, schließe ich mich dem Aufruf der deutsch-exil-iranischen Gesellschaft an. Mit Amnesty International und vielen anderen erheben auch wir unsere Stimme gegen die verhängten Todesstrafen und wir fordern die Aussetzung der inhumanen Urteile. Ich hoffe, dass die Veranstaltung heute zu einem kräftigen Signal der Humanität und der Solidarität mit allen Iranern und Iranerinnen wird. Mit Ihnen allen sehnen wir uns nach Frieden und Gerechtigkeit in Ihrem Land. Die Botschaft unserer Religionen ist Frieden. Wir haben um der Menschheit willen keinen anderen Auftrag, als diese Botschaft gemeinsam zu leben. Ich bete für alle in Trauer, für alle in Sorge im Iran, für die Gefangenen und besonders für die vom Tode Bedrohten. Ich bete für die Freiheit derer, die sich einsetzen für Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Gott segne sie.